Für wenige Minuten ist das auch mal schön, ja. Wie sind denn die Chancen, dass es nochmal durchsetzt, Jamaika? Ja, es lohnt sich, dass wir in die Verlängerung gehen. Sonst hätten wir es ja nicht vereinbart. Und jetzt hoffe ich, dass wir endlich in den verschiedenen Bereichen Entscheidungen bekommen. Wir haben noch in keinem Bereich eine einzige Entscheidung. Kohl, Haxe vor allem. Und wer muss sich am meisten bewegen? Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass wir alle aufeinander zugehen müssen, jeder. Und das ist bisher noch nicht im ausreichenden Maße gelungen. Vor allem manche, die nach außen erklären, dass sie sich pausenlos bewegen, verhalten sich jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht so, wenn wir zusammensitzen. Können die Parteien einen Scheitern der Sondierung leisten und was werden die Folgen? Ich rede jetzt nicht vom Scheitern, ich rede davon, dass wir uns jetzt anstrengen, ein Ergebnis zustande zu bringen. Es gibt jetzt keinen Anlass, von einem Scheitern zu reden, weil sonst müssten wir uns gar nicht treffen und das ganze Wochenende freihalten. Herr Ministerpräsident, wenn Sie sagen, alle müssen sich bewegen, gibt es denn etwas bei Ihnen, wo Sie sagen, hier können wir uns bewegen? Wir haben uns schon in vielen Bereichen, ohne dass Entscheidungen gefallen sind, bewegt, zum Beispiel auch beim Klimaschutz, beim Verkehr, bei der Landwirtschaft, bei der Kohle, im sozialen Bereich. Und insofern ist dieses Spiel, wir haben uns jetzt bewegt, jetzt müssen sich die anderen bewegen, für mich nicht nachvollziehbar, weil der gute Wille auf allen Seiten erklärt wird. Aber entscheidend ist, was wird gemacht. Und für mich ist entscheidend, wenn man gegenüber sitzt, wie man sich dann entgegenkommt. Nicht, wenn man ihnen erklärt, man ist bereit, sich entgegenzukommen. Das ist leider jetzt ein schwieriger Zwischenstand. Danke. Ich wünsche euch gute Fußballergebnisse. Geht doch heute wieder los, oder? Bundesliga.